Ein herzliches Willkommen hier zu diesem kleinen Video. Das ist ein kleines Update-Video in den letzten 2 Wochen, würde ich erstmal sagen. Erstmal ein Hallo. Hier steht gerade aktuell auf meinem Nachttisch. Ich habe euch ja mal kurz hingestellt, einfach mein kleines Dreibein. Ich will jetzt einfach mal so kurz so ein bisschen reden. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie gut das Audio ist. Das muss ich gleich mal im Nachhinein nochmal schauen. Denn aktuell ist für mich einfach wirklich aktuell 22:42 Uhr. Ich habe noch gerade ein bisschen eine Serie angeschaut und will mir noch eigentlich gleich noch ein bisschen schreiben. Aber ich will jetzt einfach mal kurz ein bisschen die letzte Zeit in Review passieren lassen, denn es ist einige Sachen passiert. Ich finde es ganz ehrlich schade, dass er aktuell auf YouTube läuft bei mir. Ich würde ja so gerne wieder ein paar Videos machen. Ich habe auch noch 2 Videos in Hinterhand. Ich werde versuchen, beide mal in nächster Zeit rauszuhauen. Ansonsten auf meinem Hauptkanal. Ja, ich kann aktuell an bestimmt nur an einem Tag Videos bringen. Weil bei allen anderen Tagen ist es unregelmäßig. Denn, einfaches Beispiel, montags bis donnerstags bin ich von der Uni die meiste Zeit eingeplant. Ich habe abends vielleicht so 2 Stunden etwa freie Zeit. Wo ich dann einfach auch manchmal einfach ganz ehrlich mal mit ein paar Freunden reden will und einfach noch ein bisschen vielleicht auch was für mich selbst spielen will. Das ist für mich, aufnehmen ist leider für mich kein Spaß. Das ist für mich auch teilweise anstrengend und das kann ich nicht nur noch reinpacken, da bin ich noch viel mehr gestresster. Ich habe es letzten Freitag versucht, hat nicht gut funktioniert. Sag ich mal so. Dann freitags kann ich schon mal so sagen. Ja, ich habe freitags ab 14 Uhr, sage ich ganz ehrlich, frei. Oder ab 15 Uhr. Hängt davon ab, ob ich noch danach ein bisschen Kollege mich dran setze und die ganzen Skripts durch mal ein bisschen oder was bespreche. Aber trotzdem, da kann ich ganz ehrlich sagen, ja, da könnte ich im Bereich von 3 Stunden Theorie was aufnehmen. Das weiß ich, das mache ich, versuche ich auch in der nächsten Zeit immer zu machen. Aber dann bin ich immer alle 2 Wochen anderweitig verplant. Deswegen kann ich dort auch nichts bringen. Deswegen ist die einzige Möglichkeit aktuell bei mir, aktiv was aufzunehmen, der Sonntag. Und Sonntag ist für mich, also eigentlich alle 2 Wochen, also Sonntag nur abends 3 Stunden habe ich möglich, bis das Video eigentlich online sein sollte. Aber ansonsten habe ich wie die ganze Woche keine Zeit. Deswegen muss ich aktuell schauen, wie ich das in nächster Zeit mache wegen Videos. Man hat ja gesehen, ich habe in letzter Zeit aber nichts hochgeladen. Das hasse ich. Ich versuche jetzt wirklich auch nur ein paar Videos zu machen zum Thema mein Studium, weil es macht zwar Spaß. Ich habe euch schon die ersten Arbeitsblätter, die ich bearbeitet habe, zurückbekommen. 24 von 25 Punkten. Bin ich relativ zufrieden, aber wohl ein Punkt, ich sage ganz ehrlich, da ärgere ich mich eigentlich auch noch. Ich habe einfach nur hässlich geschrieben. Ah, dammit. Aber jedenfalls, das ist wirklich auch anstrengend. Bei anderen Arbeitsblättern habe ich echt ein leichtes Gefühl, sage ich ganz ehrlich. Das ist Analysis und LRP. Obwohl, das habe ich mit einem Team gearbeitet. Das sollte noch was werden, glaube ich. Aber ich versuche aktuell erstmal, meinen aktuellen Upload-Plan, den ich glaube ich so auf meiner Website stehen habe, kann ich in die Tonne schmeißen. Denn ich glaube nicht, dass es in nächster Zeit besser wird für mich. Wenn ja, werdet ihr mehr Videos sehen. Ansonsten werde ich versuchen, am Wochenende vielleicht 2 Videos zu bringen. Das andere Video werde ich wahrscheinlich irgendwann in der Woche oder vielleicht Mittwochs oder so. Ich muss einfach mal schauen, ob ich irgendwie noch schaffe, da Videos einzuplanen. Denn alle anderen Projekte, die ich noch so nebenbei habe, sterben ganz ehrlich aktuell. Weil ich in der Woche einfach nur noch mir, ganz ehrlich, wenn ich in der Woche Zeit habe, gucke ich mir entweder YouTube an, auf dem Handy, oder schaue mir ein paar Serien an, dann setze ich mich vielleicht abends noch an einigen entspannten Spielen dran. Also nicht wie solche Spiele, wo ich mir auch denke, danach brauche ich noch eine Stunde frei, um dann wieder runterzukommen, wenn jetzt zum Beispiel Counter-Strike Matchmaking zum Beispiel ist oder so. Oder LOL, das spiele ich inzwischen selten in der Woche, weil ich jetzt einfach für mich zu anstrengend ist und aber kaum Erholung bringt. Währenddessen, ich für mich Erholung ist zum Beispiel einfach Age of Empire 2 Definitive Edition zum Beispiel ist. Sei ganz ehrlich. Oder Sachen wie Oblivion, Skyrim. Einfach, dass ich in solche Spiele ein bisschen runterkommen spiele. Was das ist denn? Alles, was mich ein bisschen entspannen lässt. Minecraft würde ich auch spielen, wenn ich das könnte. Aber ganz im Ernst, das ist ja für mich ein bisschen schrecklich. Oder ich kann aktuell nur am Wochenende schreiben und das wahrscheinlich auch noch wieder so ein paar Stunden abends. Also wenn ja, du unterwegs, da kann ich länger schreiben. Alle 2 Wochen. Das ist für mich auch angenehm, aber ansonsten ist das gerade aktuell bei mir kritisch. Mein Projekt zum Thema Spielerstellung
ist eingestellt. Ich habe aktuell dafür wirklich keine Zeit. Ich könnte mich natürlich jetzt dran setzen, aber ganz ehrlich, jetzt will ich zum Beispiel ein YouTube-Video machen und danach will ich mich auch wieder ans Schreiben setzen, weil Schreiben, da turmeln sich bei mir im Gedanken immer wieder mehr Ideen, die ich eigentlich auch einsetzen will und auch, wie ich den Charakter aufbaue. Das wird auch noch lustig. Natürlich bin ich auch aktuell ein bisschen an der Handlung der Hauptperson und seiner näheren Umfeld beschäftigt und da bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, was ich da mache. Ich habe zwar so eine Idee, wie das anfängt, die ersten Charaktere kennenzulernen und das ist wirklich nicht so nett, sage ich einmal. Aber es macht mir Spaß, solche Sachen nachzudenken und die Handlung zu planen. Ich muss sie nur noch schreiben. Wenn ich das mache, ist eine andere Frage. Ansonsten kann ich nur sagen, ich versuche jetzt wieder ein paar Videos dazu zu bringen. Es ist wirklich aktuell schlecht, das Zeug zu vloggen, weil ihr werdet mich zu 95%, also 70% sehen, wie ich am PC bin und Livestreams anschaue oder Live-Konferenzen anschaue. Dann habe ich noch Tutorien, wo wir Sachen besprechen werden. Dann noch Fragestunden, oder sind also auch Livestreams, wo man Fragen stellen kann. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich mit einem Kollegen, mit Kommilitonen an die Aufgabenarbeit sitzen und dort rechnen und arbeiten und manchmal ein bisschen diskutieren. Und wenn wir Glück haben, noch ein bisschen auch teilweise Freizeit, über Freizeit reden. Sag ich ganz ehrlich. Aber Wochenende ist schon mal schön. Ja, ich habe heute das Wochenende genossen. Auf der anderen Seite, ich habe noch einen Haufen Zettel eigentlich einzuöffnen. Das muss ich auch mal morgen machen. Genauso wie zum Beispiel auch mal mein wieder ein bisschen Staubsaugen. Mein PC-Ecke ist sowas von dreckig, ey. Da muss ich auf jeden Fall wieder dann denken. Also sonst habe ich noch wieder so einen Haufen Unikram zu erledigen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll oder wo es enden soll. Ich bin wirklich aktuell hart gestresst dadurch, aber ganz ehrlich, das Studium ist interessant. Einfach ist tierisch langweilig. Aber ganz ehrlich, wenn das nur für mich das Problem Mathe ist, dann werde ich mich hinsetzen und das verstehen. Meisten Sachen bin ich eigentlich auch relativ gut noch dabei. Ich muss mich da nur mal ein bisschen reinversetzen und nochmal die Skripte dazu durcharbeiten. Aber ich komme schon klar. Ich werde natürlich dazu wieder ein paar Videos machen, aber aktuell kann ich sagen, meine Lieblingsvorlesung ist immer die Hauptphysikvorlesung, die wir haben. Danach kommt eine Mathevorlesung für Physiker, die ist auch verdammt interessant. Und dann so ein paar andere, aber gegen Mathe prinzipiell habe ich nicht. Wir haben da manche, die sind relativ gut oder wirklich verdammt gut. Ich will nicht sagen Weltklasse, aber nah dran. Also wir haben da manche, die haben wirklich guten Ruf. Also in der mathematischen Welt. Oder zumindest sind einige Titel in der mathematischen Welt. Also ich bin wirklich aktuell sehr zufrieden mit meinem Studiengang. Ja, es ist anstrengend. Ja, viel zu tun. Aber mehr habe ich auch nicht. Davon habe ich genau das erwartet. Vielleicht ein bisschen weniger, aber ich habe so gewählt. Und ich sage ganz ehrlich, ich versuche es immer durchzuziehen. Dafür muss YouTube leiden. Und nur meine anderen Projekte, Mann, ich will so gerne auch wieder, ich habe mir auch allein da wieder vorhin für ein paar Minuten mir nochmal eine Spielengine wieder angeschaut, einfach weil ich mal was nachschauen wollte. Was ist? Ich bin mad darüber, dass ich ihn aktuell nicht entwickeln kann. In der nächsten Zeit. Das ist sad life. Und das wird auch nicht, glaube ich, in nächster Zukunft aktuell nicht besser. Das ist mir wirklich gerade aktuell, das geht mir gerade ein bisschen gegen den Strich, aber ich meine, das Studium geht vor, sei ganz ehrlich, ich, ach, wegen Studium, ey. Ich habe da noch so ein Projekt, was da noch nebenbei reinkommt, für die Uni. Kann man einige Sachen, die man so ein paar Physik-Experimente auch theoretisch machen, mit einem Mikrocontroller, also einem kleinen PC, ein Chip-PC, die kann man sicher, Arduinos heißen die zum Beispiel, oder Python-Board, Pi-Board. Solche Sachen werden wir wahrscheinlich teilweise auch in Projekten verwenden. Und da bin ich aktuell überlegen, ob ich damit anfange. Aber ganz ehrlich, wann? Ey, das ist mir so, manche dieser Sachen gehen mir so auf dem Strich. Ich will nicht mehr sagen auf dem Strich, aber ganz ehrlich, das macht mich ein bisschen wütend, dass ich wirklich solche vielen Interessen, Ideen habe, wo ich einfach nicht, sagen, nicht weiterkomme. Zum Beispiel habe ich auch Ideen für, ganz ehrlich, 4 weitere Kanäle. 5, ein Kanal, den ich aber nicht betreibe. Wirklich, ey. Wann habe ich das letzte Mal mein Schnittprogramm geöffnet? Das war vor 2 Wochen oder so. Vor einer Woche, glaube ich. Jetzt beinahe. Ich habe dafür echt keine Zeit. Ich will mich damit so beschäftigen. Auch eine neueste Version ist davon rausgekommen. Das will ich mir auch anschauen.
God damn it. Ich habe einen neuen Mikrofonarm. Wann habe ich den verwendet? Noch nie. Wann? Ich habe so eine 2 Terabyte Festplatte in meinen PC eingebaut. Habe ich da schon was drauf? Nö. Mann, ich wollte mir ja ursprünglich noch eine neue Grafikkarte kaufen, aber da muss ich mir ganz ehrlich auch noch sagen, glaub nicht. Denn ich habe aktuell wirklich keine Zeit zum Zocken. Ey, das ist mir gerade, geht mir gerade wirklich ein bisschen Sorge, was ich jetzt machen soll. Ansonsten, ich bin glücklich. Ich bin zwar manchmal tierischer Stress in der Woche, aber ansonsten bin ich glücklich mit meinem Studium. Das ist so ein kleines Update-Video. Uploadplan ist erstmal für die Tonne. Den werde ich auch, glaube ich, aktualisieren. Ich werde aber trotzdem für Leute, die wissen wollen, was kommt, ich werde die Videos dann, wenn ich Videos hochgeladen oder am Hochladen bin oder Bearbeitung bin, werde ich auf meinen meinen Discord-Server, Link ist unter der Videobeschreibung, in einen Channel, den ich noch dafür erstellen werde, die Ankündigung dazu machen. Also einfach, heute kommt Video XY. Da bin ich meistens im Schnitt. Wenn das gecancelt wird, werdet ihr dort auch lesen. Ich hoffe, euch trotzdem, euch gefällt es. Ich werde mal schauen, was ich so als nächstes mache. Livestream-Projekt oder so. Keine Ahnung. Ich habe noch keine Ahnung. Vielleicht ein kleines Technik-Abend, wo ich über Technik oder so rede. Wer weiß das, was ich mache? Weil ich, ganz ehrlich, ich könnte so viel dummen Scheiß machen, sag ich ganz im Ernst. Ein Schiff für 1000 Euro in Star Citizen kaufen oder so, whatever. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, im Studium bin ich aktuell glücklich. Es war anstrengend, aber ich bin glücklich. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Update gefallen. Ja, die Kameraposition ist echt für euch wahrscheinlich ungewöhnlich. Der Sound, ich habe keine Ahnung, wie der Sound ist. Ich liege hier hinten entspannt, noch was zu trinken. Ich will mir wahrscheinlich noch ein kleines E-Book anschauen, was ich mal gefunden habe. Einfach mal schauen und reinschauen. Und wenn jemand interessiert, ich liege halt einfach hier so im Bett. Also. Ja, man sieht es nicht. Hinten, also hier vorne steht mein Schreibtischstuhl, da habe ich meine Füße drauf. Und mein Kissen. Hier will ich noch was zu trinken und hier bin ich. Hi! Und ja, wenn ihr mir argumentiert, dass. Und das ist nämlich eine andere Lens für meine Kamera. Gerade. Das ist aktuell die. Ich muss mal gerade kurz nachschauen, wie viel Millimeter das aktuell ist. Aktuell bin ich auf 24, also das ist schon verdammt weit. Also schon relativ reingezoomt. Ja, aktuell so der weiteste Entfernung von meiner anderen, weil die steht hier hinten, also das ist meine normale Vlogging-Lens, die ich normalerweise verwende. Die habe ich ausgetauscht, weil ich die nehmen wollte, weil ich einfach hier diesen Zoom hatte. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Kleines Update-Video. Danke fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Und bis bald und tschüss. Ich habe noch keine Ahnung, was als nächstes kommt. Vielleicht die beiden Videos, die ich noch so in Schlange habe. Mal schauen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.